Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei State of Decay 2. Wir sind eigentlich soweit durch. Also mit der Hauptmission? Weiß ich nicht. Ist jetzt die Frage, die ich mir selber auch stellen muss. Und wir müssen aber nochmal abwarten, was unser Mark von uns möchte. Das weiß ich nämlich nicht. So, wen nehmen wir uns denn mal mit? Vielleicht nicht einen von euch, sondern irgendeinen anderen. Wer ist denn hier draußen noch? Also außer anscheinend Zombies. Wow, fuck, das ist eine Horde. Diese Horden immer herkommen. So, Face, komm mal mit. You're the boss. Achso, ich nehme mal vorsichtshalber eine Waffe mit. Also eine Fernkampfwaffe. Mark hat sich von der Ermüdung erholt. So, ich habe keine Ahnung, was wir an Munition haben. Hier ist noch ein Schalldämpfer drauf. Können wir das gleich mal nehmen. Wahrscheinlich ein 30er Magazin, wa? 16er Magazin. So, hast du eine Fernkampfwaffe? Nee, ne? Gut, ist ja auch nicht so wild. Ich laufe ja nicht weit. Once more into the breach. Vor allem once more, er war noch nie unterwegs. Da ist übrigens ein Screamer. Unten. Got a bloater in the vicinity. Bloater. So, seine ersten beiden Kills. Oh, da ist noch ein Bloater. Ach, der liegt bestimmt auf dem Boden, wa? Ja, da liegt er. Deswegen erkenne ich den gerade nicht. Oh, shit, 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 shit. Lauf. Ich will nicht, dass der Koloss kommt. So, und jetzt... Ach, nach links muss ich... Oh, hier ist aber ruhig. So, gleich kriegen wir Cardio 1. Oh, 2 sogar. Sag ich ja, das war doch bestimmt ein Fehler, oder? Bei ihm? Wo ist denn er? Ne, tatsächlich. Er hat 2 Punkte auf einmal gekriegt. So, dann müssen wir jetzt hier auch... Erreiche die Ziele. Willst du mich verarschen? Jetzt hab ich umgehen kann. Doch, gerade so. So, und dann... Ist hier noch einer drin? Nee. Not a shambling corpse to be seen. So, mit ihm sollte ich vielleicht nicht schnell durchsuchen. Genau deswegen. Weil er kann es halt einfach nicht. Kommt da jemand? Okay, anscheinend nicht. Gut, Musik wird nur dramatisch. Er steht doch hinter dir. So. Okay. Noch mehr Essen? Hm? I might have a solution for this. Me too. Essen. No reason to keep searching here. Okay, sehr schön. Erstes Gebäude ist durch. Durch welches Fenster ist denn der gekommen? Das hier, oder? Nee. Jack Expresso. Shaggy Jack Expresso.
kommst zurecht, oder? Ja, sehr gut. Nee. Ich werde tatsächlich jetzt nicht mehr alles nehmen. Warum ist denn bei der Nahrung schon wieder ein Ausrufezeichen? Oh, hier liegt noch Blutseuche rum. Übrigens, haben wir tatsächlich die Blutseuche komplett ausgerottet? Also, ich sehe tatsächlich gar keinen einzigen Blut... Also, hier, Seuchenzombie mehr. Okay, Scrap müssen wir leider erstmal nehmen. Moor- und Moor-Vertrieb. Wo ist denn das? Diamantenbesetzter Anhänger. So, herzlichen Glückwunsch. Kriegst doch noch eine Waffe. Und sogar ein bisschen Munition. Nützliche Versorgung. Aktiviere deine Versorgung. Nutze deine verbesserten Versorgungsfähigkeiten und stelle einen Gegenstand her, der Strom oder Wasser benötigt. Verstehe ich nicht. Geistesgegenwart 4, Alter. Stelle einen Gegenstand her, der Strom oder Wasser benötigt. Okay. Hier, wir sind über Konstruktion, habe ich alles nicht. Hier, Signalantenne herstellen. Benutze unser Wissen über Computer und eine Menge geplünderter Elektronikteile, um eine Signalantenne herzustellen, die es uns erlaubt, einen zusätzlichen Außenposten aufrechtzuerhalten. Mark ist besser geworden? Warum? Nuklear-Bomber-Kopfbedeckung. Gott, ein Sechser-Rucksack. Yes. Oh. Warum gibt es eigentlich Sechser-Rucksäcke? Jeder Überlebende, der zu uns kommt, hat da automatisch einen Rucksack auf. Warum sollte ich denn jemandem einen Sechser-Rucksack geben? Hm? Right behind you. Luxusgegenstand. So. Ja, ich will ihn noch ein bisschen leveln. Was ist da los? Hier verlassen, um zu einer anderen Karte zu reisen. Oh, ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich zu einer anderen Dings will. Hol dir einen Feuerwerks... Feuerwerkswerfer. What? Wo denn? Wird nicht angezeigt. Okay, in das Haus muss ich. If you're up for playing good neighbor, we'd be grateful. Die regionalen Begabten, also die Namen sind echt teilweise. Ach, Face-Hase. Das war... Ich bin einfach nur froh, meine Freunde verteilen zu können. Was? Was hast du denn gemacht? Schön, Geistesgegenwart. Also, wir leveln auch wirklich super schnell mittlerweile. Noch mehr. Sehr schön. All clear. Was war los? Wie der uns durch die Scheibe auch immer erkennt. Dachte mal, dass die so nach Geruch nur gehen.
Nowhere for that to go. Jetzt am Arsch. Was hast du denn für einen Packsack? Auch Nahrung. Shit, kann ich den ablegen? That's pretty heavy. Tut mir echt leid, aber ich brauche diesen. If only I had room for it. Right behind you. Du bist doch bestimmt angeschlagen, oder? Ja. Damn it. My last one. You're the boss. Hey, how about this? Warten. I want to find allies in this town who will help us wipe out the blood plague. We can't do it alone. Wir haben doch die Blutseuche besiegt. Sheriff, triff die Nachbarn. Ach, okay, die sind gerade vor unserer Haustür. Wie gesagt, wir haben die Blutseuche besiegt. Es gibt keine solchen Zombies mehr. Ich fühle mich, als würde ich ausgehen. Shit. Mann, vor allen Dingen, das habe ich alles schon befreit. Müsste ich das theoretisch nochmal machen, oder was? Das ist eine Horde. Ich will jetzt erstmal nichts weitermachen. Also, hier an Gegnern aufscheuchen. Wie gesagt, da ist auch noch der dicke Koloss dabei. Dem will ich jetzt nicht auch unbedingt noch in die Füße laufen. Alter, ernsthaft? Wer baut denn sowas? Ja, lustiger Level-Designer. Shit. Shit, da ist er. Licht aus. Okay, move it along. Let's see here. Oh, wow. Wo ist sie denn gespawnt? Wir dürfen uns nichts anmerken lassen. Was denn du? Ach, der Koloss, selbst wenn ich dem im Kopf schieße, der explodiert nicht der Kopf. Das ist ja das Bescheidene. So, ich glaube, wir sind sicher. Und da hinten stehen unsere Nachbarn, oder? Ja, oder auch nicht. That should keep us a little while. Einlagern, bitte. Achso, die Munition bitte auch. Ich weiß gar nicht, warum die Munition da oben liegt. Da müsste noch irgendwas hin. Hier sowas beispielsweise. So, und jetzt kannst du Munition nehmen. So, Faith? Hm? Hm? Right behind you. Right behind you. Hey there, how's it going? Gut, danke. Entladen. Lagern, lagern. Oh, hey. Nativat. Was ist denn hier los? Zombie-Horde, Zombie-Horde, ein Koloss, ein Tobsüchtiger, noch ein Koloss. Gut, der wandelnde Händler ist gleich weg. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... Was ist denn, wenn ich jetzt in eine andere Region... Komm, wir probieren es einfach mal. Wir fahren mal in eine andere Region. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. So, hat das Ding genug Benzin? Nee. Kurz nochmal einen Benzinkanister holen. Weil unser Anführer hat ja auch keine Mission mehr für uns. Ist das ein Screamer? Nee, der hat Arme. So.
Satellitenübertragung. Wo ist denn hier diese komische Satellitenschüssel? Ich denke, da kriege ich eine fünfte. Einen fünften Außenposten dazu. Versorgungsraum. Ja, okay. Aufsätze, Armbrüste herstellen. Was ist das? Handgemachte Choke. Okay. Toolkits. Regal. Oh Gott, hier kann ich alles selber herstellen. Hier, diese Signalantenne. Wo ist denn die? Solargenerator. Setze unser Wissen ein. Verbessert Computerfähigkeiten. Okay. Mini-Kühlschrank. Waffen reparieren, Waffenreste herstellen. What the hell am I thinking? Ja, gut. Kartenausgang. Also, links. Ja, ich darf bloß nicht dem Koloss über den Weg fahren. Dann fahren wir mal zur nächsten Karte. Ich weiß nicht, was gleich passiert, wenn wir auf die nächste Karte rübergehen. Da ist ein Screamer. Muss das jetzt nicht hier rechts sein? Ja, nächste Option rechts. Was ist da los? Kugeln für einen Freund. Okay. Weil ansonsten, also wenn jetzt wirklich nichts mehr käme, nichts mehr Neues, dann könnten wir das Ganze hier auch leider beenden. Es wäre schade, aber... Wenn wir gehen, können wir nie mehr zurück. Unsere Basis, Außenposten und Enklavenbeziehungen gehen verloren. Wir werden mit dem Abbau der Basis jedoch so viele Ressourcen wie möglich mitnehmen. Ich weiß es nicht. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Wir machen es einfach mal. Ich bereue es jetzt schon. Zufällig. Providence. Cascade. Meager Hill. Bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber wie heißt denn unser Dings hier? Geil, dass dahinter auch ein Zombie steht. Wir machen... Drucker County. Meager Valley, komm, wir machen das. Standardzone. Okay, jetzt bin ich gespannt. Vor allen Dingen, ich muss wahrscheinlich jetzt wieder alles von vorne beginnen, wa? Also außer, dass ich die Ausrüstung und sowas behalten kann. Puh. Am I the only one who doesn't feel entirely secure here? I knew this old cop, Chief Jackson. He could help us if he's still alive. I could try to find him. König Remor. 3.500.
1000. Das war die Karte, wo wir, glaube ich, schon mal gespielt hatten. Also, was heißt, glaube ich, es ist so. Haben wir ernsthaft auch nur 3 Autos mitgenommen? Ach ja, klar, das 4. Auto war ja... Stand ja jetzt da blöd rum. Bin ich jetzt alleine? Also, wie gesagt, das hier ist der... Der Ort, wo wir schon mal waren. Ganz kurz. Wir haben aber noch alle Dings. Bürger. Ja. Morgen. Ja, ja, ist mir egal. Das ist nicht Gabby, das ist Mark. Good to see you. Hey, I need to borrow you for a little bit. Right behind you. Survivors, this is Nigel Barrett. It's been a while, but I'm back on the air. I want to thank my new best friend Sasquatch for tracking us down and getting us back home. Operation Drawbridge may have failed, but Red Talon is continuing plans to fortify our Crow Lake site. We won't let you down. Ja, das mit der roten Klaue verstehe ich auch ehrlich gesagt noch nicht. So, komm, steig mal ein. Also, upsala. Rechts und dann immer runter. Wow. Ja, die Plague Carrier haben wir eigentlich schon mal alle besiegt gehabt. Aber vor allem jetzt kommen die ganzen Tipps nochmal von Anfang an, oder was? Das ist ja genau meins jetzt. Da ist ein Screamer, hallo. Plague Zombies in all directions. Better be careful. Better be careful. Ja, ich meine mich zu erinnern, wie das hier war. Auf der Karte. So, jetzt geht's hier, glaube ich, nochmal übers Wasser oder so, ne? Genau, und dann rechts. Ja, ja, ja. Ich kann mich erinnern. Whitney Junction. Aber wenig Sonderlinge. So, ja, ja. Hier ist das Riesenproblem, dass einfach so viele Seuchenherzen sind. Einer ist im Auto. Geh von dem Auto weg. Okay, so, dann gehen wir mal in die Basis. Das ist jetzt das Letzte, was ich heute noch mache. Und wahrscheinlich dann auch das Letzte für dieses Let's Play. Eine Müllhalde. Alter, was ist denn das? Ich sah das kommen. Without enough storage, we lost some resources. I did manage to save a few bits, but it's still useful. Was soll das sein? Ist das ein altes Baseballfeld? Nee. Wo ist denn da? Heimatbasis beanspruchen. Bei uns irgendwann Anlagen aufgelöst. Naja, alles gut. Nicht schlecht. So, wir haben Whitney Field eingenommen. Ah, Außenposten habe ich auch nicht. Warum haben wir eigentlich nur 10? Wer fehlt denn?
Ob ich das jetzt zusammenkriege, wer fehlt? Boah, ernsthaft? Ich weiß gerade wirklich nicht, wer fehlt. Okay, also wir haben hier eine überdachte Tribüne. Zweite aktive Wache. Okay. Okay, wir haben zweimal eine Tribüne. Kommandozentrale 3 ist super, dass das behalten wird. Kommentatorenboxen. Bewirkt Zombieangriffe. Moral minus 5 minus Zombiebedrohung. Oh, das ist auch scheiße. Schmiede. Eine Farm muss ich auf jeden Fall bauen. Scharfschützenturm ist unwichtig. Das mit diesen Clio-Dingern verstehe ich auch nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall... Ja, also eine Dingsstation hier. Krankenstation brauchen wir. Wir brauchen ein Lager. Okay, eine Kaserne. Was bringt mir eine Kaserne? 4 Betten. 3 Betten, weil voll ausgebaut. 2 Betten. Wieso habe ich denn trotzdem... Ach, ich habe 8 Betten nur. Überdachte Betten 2, Außenbetten und Außenbetten. Wo sind denn überdachte Betten 2? Ach, da. Ja, das ist Quark. Also hier hätte ich 3 Betten. Dann würde ich hier noch eine Kaserne bauen, die ich dann wahrscheinlich ausbaue. Dann hätte ich wahrscheinlich 6, 9 plus einen Außenposten wäre ich bei 11. Dann kann ich die beiden nämlich freimachen. Shit. Hallo? So, wir machen hier mal eine Kaserne hin. Abreißen. Dann kommen hier auf jeden Fall hin. Ja, ich brauche definitiv eine Küche. Ich brauche definitiv die große Farm. Ich brauche eine Krankenstation. Ich brauche eine Werkstatt. Also eine Küche brauche ich auf jeden Fall. Ja, massives Belagerungsrisiko, alles gut. Genau, ich brauche eigentlich ein Lager, aber ein Lager kann ich, glaube ich, gar nicht bauen, oder? Regenkollektor. Auffangraum. Habe ich keinen Lagerraum? Offiziersquartiere drin, kleiner Slot. Clio. Wachturm der Roten Klaue bauen. We'd be able to do more around here if we had water access. Wachturm, Generator, Ringkollektor, alles unwichtig. Latrine, unwichtig. Wachturm. Alter, wollt ihr mich verarschen? Gibt's hier kein Lagerhaus? Ach, hier ist es doch. Oh Gott. Komplett übersehen. So, der erste mit der Blutseuche. Ja, naja gut, ist jetzt wie gesagt Spielerei. Was man da alles machen kann. Irgendwie vor meiner Tür geht es immer noch ab. Da oben stehen die ganzen Blut- oder Seuchenzombies. Gut. Mehr lässt sich erstmal nicht zeigen bei State of Decay. Auf der einen Karte, wo wir jetzt gestartet sind, da haben wir alles soweit fertig gehabt. Klar gibt es immer noch das eine oder andere, was man vielleicht anders bauen kann. Da ist man ja leider ein bisschen beschränkt. Weil man halt nicht diese oder die große Basis bekommt, wo man alles bauen kann. Was ein bisschen, also was schade ist, aber macht es ja auch ein bisschen spannender. So, ansonsten habt ihr gesehen, wenn man die Blut- oder die Seuchenherzen alle zerstört, gibt es auch keine Blutseuchen-Zombies mehr oder Seuchen-Zombies. Und ihr lebt eigentlich relativ friedlich. Ihr habt dann nur noch die ganzen, naja, Special-Typen. Aber, naja, auch die kann man eigentlich... Ich sag mal, bis auf den Koloss. Der Koloss ist wirklich blöd, weil den Koloss kann man nicht mit dem Kopfschuss töten. Die ganzen anderen Viecher kann man mit Kopfschüssen halt töten. Da ist es eigentlich auch relativ einfach. Und wenn man genug Munition hat, gehen auch die Seuchenherzen... Ja, ja. Gehen auch die Seuchenherzen extrem einfach. So, ich mach hier mal jetzt auf Pausieren. Gehe auch mal zurück zum
Hauptmenü. Und verabschiede mich von euch. Von State of Decay 2. Also ich habe ja immer noch ein bisschen gehofft, dass ich mit der roten Klaue und dem Netzwerk vielleicht ein bisschen was wirklich persönlich zu tun habe. Aber anscheinend nicht. Also hier geht's wirklich nur rein darum, die Seuchenherzen zu zerstören und in Frieden halbwegs zu leben. Außer ich habe irgendwas übersehen. Oder es kommt vielleicht nochmal irgendwas. Vielleicht hätte ich auch meine Legacy erstmal zu Ende machen müssen. Wobei ich da tatsächlich ein bisschen angepisst war, dass es einfach nie vorwärts ging. Naja, werden wir nicht mehr rausfinden. Zumindest nicht zusammen. Herzlichen Dank, haut rein, ciao, tschüss und bis anderswo hier auf meinem Kanal. Würde mich zumindest sehr freuen, wenn er dabei bleibt. Haut rein.